Magere 270 Minuten, ganze drei Pflichtspiele stand Alexander Nübel in seiner ersten Saison bei den Bayern auf dem Platz. Zu wenig. Die anfängliche Geduld. Ja, ich versuche es so lange wie möglich dann geduldig zu bleiben. Meine Geduld ist, glaube ich, gehört dazu. Hat nun ein Ende. Zwar hält sich der Torwart selbst noch bedeckt, sein Berater Stefan Bax hat jetzt aber im neuen Sport1-Podcast Meine Bayernwoche und ich von Chefreporter Florian Plettenberg Klartext gesprochen. Dieses Jahr lief nicht so, wie es sich alle Beteiligten gewünscht haben. Ein zweites Jahr kann es so nicht geben, denn das Thema Spielpraxis ist wichtig für ihn. 7-8 europäischen Spitzenclubs, sagt Bax, hat der damalige Schalker Shootingstar einen Korb gegeben. Stattdessen bekamen die Münchner für den ablösefreien Wechsel im Sommer 2020 den Zuschlag. Der Grund: Der Rekordmeister bot eine klare Perspektive mit schriftlich zugesicherten Einsätzen. Nochmal so oft auf der Bank sitzen will Nübel deshalb nicht mehr. Natürlich ist das Thema Laie jetzt wieder ein Thema. Auf der Bank wird er nicht besser. Deswegen muss man sprechen. Sprechen über eine Zukunft, die ab Sommer dann wahrscheinlich erstmal nicht FC Bayern heißt. Nübel braucht vor allem Spielpraxis. Denn am großen Plan soll sich auch nach dem ersten enttäuschenden Jahr weder für Verein noch für Spieler etwas geändert haben. Alex und die Bayern haben das gleiche Ziel. Er soll mittelfristig die Nummer 1 werden. Der Weg dahin ist die Krux. Da wir alle das gleiche Ziel haben, werden wir eine Lösung finden, die Alexander gerecht wird. Die Ideallösung für die Nübelseite: 2 Jahre Leihe, am besten zu einem Club, der auch europäisch spielt. 2023 soll der dann 26-Jährige an die Säbener Straße zurückkehren und das Erbe von Manuel Neuer, dessen Vertrag im selben Jahr ausläuft, als Stammtorwart antreten. Ein langer Weg, den Alexander Nübel da vor sich hat. Brauchen wird er dafür vor allem eins: viel Geduld.